Die Winterklausur stand unter sehr guten Vorzeichen, nämlich dass wir als Fraktion, als jetzt eine starke Fraktion mit 37 Mitgliedern, uns hier mal zusammengefunden haben und in die neue Legislatur gestartet sind. Es war eine sehr gute Stimmung, sehr gute Atmosphäre, ist natürlich auch ein wunderbarer Ort hier in Lindau, wo man so direkt im Blick des Hafens also hier tagen kann. Also von so her haben wir uns hier sehr, sehr wohl gefühlt. Es waren aber auch sehr intensive Tage, wir haben sehr viel diskutiert, sehr viel gesprochen. Zu unserer Klausur haben wir hier die Generalkonsulin vom Staat Israel eingeladen, hatten auch den Herrn Professor Stetter von der Bundeswehrhochschule in München eingeladen, einen Nahostexperten, dass man immer ein Gefühl und ein Gespür für die Situation in Israel hat, dass man weiß, was passiert da eigentlich genau. Wir haben hier eine Resolution beschlossen zum Thema Israel, dass wir gegen den Terror stehen an der Seite Israels, dass man hier ein klares Signal setzt, aber auch, wie man in Zukunft damit umgeht. Das heißt also auch den Antisemitismus im eigenen Land, wie man den bekämpft. Und da sind gerade die Bildungsaufgaben sehr, sehr wichtig. Wir waren hier bei Conte in Lindau und haben uns die Themen des autonomen Fahrens angesehen. Wir sind hier in Bayern weltweit mit an der Spitze und wir sind überzeugt, wir müssen uns diese Spitzenstellung erhalten. Heißt, autonomes Fahren wird ein Riesenmarkt werden. Man rechnet damit, bereits in 3 Jahren in den USA autonome LKWs auf den Markt zu bringen. Man ist an der Autonomie auch des Autos dran und Conte ist hier vorne mit dabei, Bayern ist hier vorne mit dabei. Wir haben ein Positionspapier verfasst, in dem wir deutlich zum Ausdruck bringen, dass wir sehr viel Verständnis haben für die Proteste der Bauern. Im Gegenteil, wir denken, die Proteste werden weitergehen und werden sich noch intensivieren. Es geht hier nicht nur darum, dass wir eine Agrardieselsteuerrückerstattung bekommen, sondern es geht um wesentlich mehr. Es geht darum, dass wir unsere Familienbetriebe fit machen für die Zukunft. Diese Transformation hin zu einer nachhaltigen, ressourcenschonenden Landwirtschaft kostet sehr viel Geld. Das können die Landwirte nicht alleine stemmen. Wir haben es von den Landräten und auch beim kommunalpolitischen Abend wieder gehört, dass die Kommunen an ihren Belastungsgrenzen sind und darüber hinaus, was die Unterbringung von Flüchtlingen betrifft und die Versorgung. Da schwindet langsam auch die Solidarität und die Akzeptanz in der Bevölkerung. Wir fordern eine grundlegende Wende, nämlich endlich eine strukturierte und vernünftige Migrations- und Asylpolitik nach dem Gesamtkonzept und die auch endlich umzusetzen. Bayern ist führend im Bereich Wasserstoff. Wir haben hier deutschlandweit das erste Elektrolyseur-Förderprogramm aufgelegt und auch das erste LKW-Tankstellenprogramm für Wasserstoff. Haben hier schon die ersten Tankstellen eingeweiht und eröffnet mittlerweile. Und wir sind überzeugt, dass auch dieses Thema eine Chance ist, zu dekarbonisieren, ohne zu deindustrialisieren. Und Bayern unterstützt diese Dinge weiterhin. Frau Grimm unterstützt auch den internationalen Import von Wasserstoff. Wir suchen hier globale Märkte, suchen hier globale Lieferketten aufzubauen, um den heimischen Hunger nach Wasserstoff in der Wirtschaft bedienen zu können. Wir haben beschlossen, ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für Männer und Frauen, gleich welcher Nationalität, unbefristeter Aufenthaltstitel in Deutschland, abzuleisten, und das ist der Unterschied zur alten Wehrpflicht, in einem Bereich, den der Verpflichtete selber wählen kann. Also Bundeswehr, soziale Organisationen, Blaulichtorganisationen, gemeinnützige Organisationen wie Krankenhäuser, Altenheime, Kinder und Jugend. Das ist der Kern unserer Forderung. Und wie ist sie umzusetzen? Wir brauchen eine Verfassungsänderung, das heißt, wir brauchen einen breiten gesellschaftlichen Konsens.
Wir hatten in den ersten Wochen auch schon ein extrem gutes Teamgefühl, aber durch die letzten zwei Tage sind wir als Team zusammengewachsen. Wir haben freundschaftliche Verbindungen jetzt geschlossen und wir merken, dass wir eine Einheit sind und dass wir als Einheit stark sein werden und damit auch Bayern nachhaltig prägen werden.